Herzlich willkommen zum Heldenlexikon à la Connor. Dritter Teil. Da bin ich im Bilde und wir gucken uns wieder verrückte Helden an in dem unnachahmlichen Style meiner Person. So, wen haben wir? Diesmal geht's um die Truppe hier bei Triton. Triton, Nordri, Bauchan, Muggi und Kailani, so richtige Klopper haben wir bei hier. Ja, also heute ein paar mehr Dreisterner. Und im Finale machen wir noch was Verrücktes mit Muggi. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Wir gucken mal, wie wir durchkommen. So, fangen wir mal an mit Triton. Gucken wir uns mal Triton an. Ich muss auch meine Larve hier oben wegnehmen. So, Triton. Also Triton sieht erstmal cool aus, der Hauptmann von Atlantis. Ich finde, so ein bisschen macht er ja Poseidon den Rang streitig, so von der Optik. Finde den sehr cool. Der Kollege, der den gebastelt hat, hat mit Sicherheit ein bisschen viel Avatar geguckt oder so. Also mega cool. Ich finde den wirklich gelungen. Das Einzige, was ich nicht so weiß, ja, warum der jetzt hier so ein mega langen Schweif haben muss als Umhang. Ja, das sieht so ein bisschen aus hier. Wie heißt denn der Dreck hier von früher hier? Hier, Sailor Moon. Ja, war das sowas? Hatten die nicht auch so an den Haare irgendwie so langes? Ach, keine Ahnung. Nicht geguckt. Nur von Freunden gehört. Kennt er, ne? Habe ich selber nicht gemacht. Ein Kumpel hat. So, ja. So, gucken wir mal an, was Triton so kann. Triton ist schnell. Schnell ist erstmal grundsätzlich gut. Triton fügt 335% Schaden zu bei 720 Attacke. Das ist okay, ja. Ich finde, das ist in Ordnung für einen 4-Sterner. Alles im grünen Bereich. Und alle Helden erhalten plus 39% Erhöhung für jede erhaltene Heilung für 4 Züge. Das mag cool sein. Ja. Wichtig ist, dass man natürlich das kombiniert. Also wenn du keinen Heiler mitnimmst, dann ist die Hälfte der Specials auch schon verpufft. Ne? Also es macht durchaus Sinn, ihn, wenn man ihn dann mitnimmt, auch zu kombinieren mit einem Heiler. Gerade wenn hier so 4-Sterne-Turniere sind oder so, nehme ich ihn durchaus mal mit, weil ich im Blau 4-Sterne technisch nicht so cool aufgestellt bin. Von daher muss ich ab und zu ihm greifen oder Grimm und dann muss ich immer ein bisschen gucken. Ja, manchmal kommt er in Kombination, weil er schnell ist, ganz gut. Wenn wir uns mal angucken, er hat 720 Attacke und 600 Schild. Wenn wir mal so ein bisschen vergleichen, auch wenn es jetzt Season 1 zum Beispiel ist, Gormik hat 569 Attacke und 565 Schild. Deutlich mehr Lebenspunkte. Aber dem ist er überlegen. Ist auch okay. Atlantis hält Season 2. Wenn wir jetzt zur Lancelot uns zum Beispiel angucken als Eventhelden, dann hat er 756 und 533 Schild. Also er kommt schon, ne, so ein Stück weit an Eventheld an sich ran. Und Triton, finde ich, ist durchaus spielbar. Ja, also da kannst du was mitmachen. Ich finde, der ist spielbar und levelbar. Wenn man jetzt natürlich frisch angefangen hat und hat hier, ich sag mal, sich relativ schnell durchgespielt, oder was heißt durchgespielt, brauchst du ja nicht spielen, brauchst du ja einfach nur beschwören bei Season 4 oder so. Das ist natürlich nicht ganz vergleichbar. Ne? Also kein Wunder, Season 3 und Season 4 Helden sind nun mal stärker, wie es immer so ist, genauso wie Season 1 rein von den Statistiken her einfach hinten anstehen. Aber wenn du ihn bekommen hast, finde ich, das ist ein 4-Sterne-Held, mit dem man was anfangen kann. Von daher, leveln. Ja, ist mal grundsätzlich alles leveln. Immer rein. So, wen haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir Nodri. Ja, von Valhalla, ich nenne ihn ja gerne Schnodri, warum weiß ich nicht, aber irgendwie Nodri, Schnodri hört sich irgendwie, Rotzi, ja, nennen wir ihn Rotzi, okay? Neu getauft, nicht mehr Schnodri, sondern Rotzi. Gucken wir uns mal Rotzi an im Gesamtprofil. Rotzi finde ich an sich ganz neckisch, ne, abrasierte Haare links und rechts und ein bisschen Stummel obendrauf.
Ungefähr 847 Zöpfe im Bart oder kommt es von der Haare? Man kann es nicht genau sehen. Was mir bei Nodri auf jeden Fall auffällt, ist, er hat definitiv zu große Hände für seinen Körper. Ja, sie sind ja gefühlt doppelt so groß wie seine Birne. Und dann hat er nun schon so große Hände und hat gefühlt zu kleine Äxte. Ja, also das passt für mich nicht zusammen. Aber mal abgesehen davon, und er ist der Eiszwerg von Jotunheim. Der Eiszwerg. Okay. Aber was bei ihm richtig cool ist, ist sein Special. Also der Held an sich, den finde ich wirklich sehr genial, ja, auch wenn ich jetzt über seine Hände gelästert habe. Er fügt 245% Schaden auf das Ziel und benachbarte Gegner geringen Schaden zu. Heißt, er trifft auf jeden Fall erstmal drei, je nachdem wie die stehen. Und er hat die Mana-Geschwindigkeit Mittel. Rein vom Schaden her ist das okay. Ja, 245%, ja, können wir mit leben. Wir können ja mal gucken, was macht denn hier, dass wir mal ein bisschen Vergleich haben. Wo ist denn Olle Aydün? Die hohe Düne. So, 240% Schaden macht die. Aber Ziel und Benachbarte. Ja, also sprich, ne, sie trifft dann alle. Aber das was an Schnodri, ah ne, Rotzi haben wir gesagt, Taufmann, Rotzi, muss ich mich dran gewöhnen, Rotzi. So. Was an Rotzi aber cool ist, und das ist wirklich mega cool, das Ziel und benachbarte Gegner erhalten -54% Verteidigung gegen Eis für 4 Züge. Und das, meine Damen und Herren, ist der Klopper. Das macht sich wirklich gut. Also gerade zum Beispiel beim Event, wenn viele rote Helden unterwegs sind und ihr da, keine Ahnung, Mono-Blau reingeht oder irgendwas, richtig geil. Nodri gehört auf jeden Fall in das Team mit dazu und der drückt das Schild runter und die Steine machen einen unfassbaren Schaden. Ja. Ich glaube, dass so von den 3 Sternen, soweit ich mich entsinnen kann, er der Einzige ist, der so einen elementaren Death-Down macht. Von daher absolut cool. Auch beim Titan, auch wenn es ein 3-Sterner ist, ich kenne diverse Leute, die den auf 20 Talentrasterstufen gemaxt haben und den dann einfach mitnehmen, direkt mit Mana-Flaschen zuknallen, dass er auslöst, entweder mit einer Zeitfalle den Titan blocken, damit er halt keine abkriegt und ansonsten halt genau einmal auslösen, zur Not muss er dann sterben und dann kommen hier Tornados und Rolle der Änderung und was nicht alles, was da reingeschnottert wird und dann geht das seinen Gang. Ja? Also sehr, sehr cooler Held. Also sehr cooler 3-Sterne-Held und wenn ihr Nodri bekommt, solltet ihr gerade im 3-Sterne-Bereich Nodri leveln. Rein von den Werten her, wenn wir mal gucken, 488 Schaden und 406 Verteidigung. Wenn wir uns hier Bauch an Mann Vergleich ziehen, 420 Schaden, 453 Verteidigung, ja, bisschen besser. Mugi hat sowieso komplett verrückte Werte, ne? Viel Angriff, wenig Verteidigung. Und Kailani ist ja eher Tanky mit 453 Verteidigung und 429 Angriff. Also es ist okay. Ja? Es sind jetzt keine Überwerte, dass man sagt, meine Fresse, was ist er denn für ein Overpowered hält, keine Ahnung, aber er hat halt seine Funktion, das finde ich, Schild runterdrücken gegen Eis. Ja. Und deswegen ist er einfach cool. Ja. Auch wenn er zu große Hände hat und Rotzi heißt. Aber ansonsten ist er cool. So, wen haben wir noch? Wir haben noch Bauchan. Ja. Eventheld. Gucken wir uns mal Bauchan an. Und jetzt fällt uns auf, Bauchan bewegt sich und blinzelt mit den Augen. Nochmal zurück, das machen die anderen nicht hier. Pass mal auf. Zack. Ja, Rotzi steht nur da. Nochmal der Vergleich. Triton steht auch nur da. Und jetzt gehen wir nochmal auf Bauch an. Mega gut. Ja. Bauch an erinnert mich ja optisch so voll an den Grinch. Ne? Ich finde, Bauch an hätte auch viel geiler in das Weihnachtsevent gepasst, ne? So als der Grinch. Der irgendwie so richtig abnervt, ja. Ansonsten finde ich, ist er relativ unspektakulär. Ich finde ein bisschen lustig, wie er halt zwinkert und wie seine Ohren immer schlackern. Seht ihr das? Wie diese Ohren immer so kippen, ja. Das finde ich ein bisschen lustig. Ansonsten hat er halt eine lange Nase. Ne? Mehr ist da erstmal nicht zu sagen. Und er sieht halt aus wie der Grinch.
Was macht er aber? Er hat mittleres Mana. Er verursacht 105% Schaden bei allen. Bei 420 Attacke ist das, ja, also aus meiner Sicht eher ein etwas größerer Kratzer. Ja, also das ist jetzt nichts, wo du sagst, boah, den klatscht aber weg auf der Gegenseite. Aber er hat auch wieder seine Vorzüge in dem, was er noch so tut. Ja, er reduziert zum Beispiel das Mana aller Gegner um 20%. Und das ist mega nervig. Ne? Also Bauchan ist so ein klassischer, aus meiner Sicht ein klassischer Tank, wenn hier irgendwie 3-Sterne-Turnier blau gesperrt oder sowas, dann ist der richtig schön ätzend. Ne? Er hat recht viel Schild und sehr viel Leben für einen 3-Sterne. Von daher brauchst du da diverse Steine, um den wegzupöbeln. Und wenn du ihm dann ordentlich Futter gegeben hast, dann knallt er dir auf alle Gegner eine. Und du fängst zwar nicht von vorne an mit dem Mana, aber auf jeden Fall darfst du dir erstmal wieder ein paar Steine zusammensammeln auf dem Brett. Und das finde ich sehr cool. Zusätzlich erhalten alle Helden, deine eigenen, deine Kollegen, deine Kumpels, deine Bros in deinem Team 24% Mana-Generation obendrauf für 4 Züge. Ja, für 4 Züge ist eine ganze Masse und 24% ist auch eine ganze Masse. Also das geht auf jeden Fall auch nochmal vorwärts, dass wenn du dann wieder anfängst, Steine zu sammeln als Gegner, du natürlich irgendwo in die Leute reinballern musst und dann sind die relativ schnell online. Und dann wird es halt unangenehm. Ne? Also du kriegst dann quasi, deine eigenen Leute kriegst du nicht aufgebaut und dann kriegst du auch schon von den Flanken und außen und sonst was eine gebügelt. Dann kommt vielleicht nochmal ein Bauchern hinterher und dann ist langsam auch echt schon scheiße. Also ich habe mich bei Bauchern durchaus schwer getan, wenn ich den irgendwo im Turnier vorne hatte. Von daher finde ich, ist auch Bauchan ein Held, den man leveln kann. Ja? Ob das jetzt der große Angreifer ist, weiß ich nicht. Da nehme ich ihn tatsächlich relativ selten mit. Aber in der Defensive habe ich ihn ganz gerne mal hingestellt. Auch gerade so, obwohl ich nicht so gerne der Blockbauer bin. Also hier, wenn ein Turnier ist und irgendwas gesperrt ist, mag ich es eigentlich nicht so viele von einer Farbe reinzustellen. Aber in Kombination zum Beispiel mit Aidun auch wenn ich die jetzt nicht vorstellen will, die auch nochmal Mana mobst, ja, das kann schon richtig eklig werden. Ne? Also wenn die beiden relativ nah aneinander auslösen, dann ist da vom Mana nichts mehr übrig, wenn die durch sind, die beiden. Und das ist schon echt kacke. Ja, also dann hast du auch echt verschissen. Von daher nicht so cool. Also cooler Held, nicht so cool für den Gegner. Ja, also für euch cooler Held. Von daher, Level kann man machen, kein Problem. So, bevor wir uns den Muggi reinziehen, ziehen wir uns Kailani rein. Kailani ist für mich, ja, weiß ich auch nicht, die ist halt irgendwie da. Wir gucken mal, wie sie aussieht. Ja, die wackelt übrigens auch nicht, ne? Also Bauchan zwinkert mit den Augen, wackelt mit den Ohren, coole Geschichte. Sie steht halt nur da und hält ihren Stock fest. So. Und lieber Kailani, also ich läster ja gern und ja, das weiß ich nicht, also bis auf ihre paar Knubbel, die sie da auf dem Kopf hat, da kannst du irgendwie nicht viel sagen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist bei ihr, guckt euch mal diese Trinkflasche an am Gurt. Diese Trinkflasche erinnert mich immer an Asterix. Die sieht genauso aus wie die Zaubertrankflasche von Asterix. Das Einzige, was ich mich frage, ist, warum ist die dann langsam? Die kann doch nicht langsam sein. Die hat doch eine Mana-Flasche bei. Ne? So, die ist aber langsam. Was tut sie? Alle Helden teilen sich den erlittenen Schaden für 5 Züge gleichmäßig auf. Okay. Alle Helden erhalten plus 63% Verteidigung für 5 Züge. Okay. Das heißt, wenn wir uns das Bild nochmal angucken, die heißt ja selbstloser Heiler, obwohl sie kein Heiler ist. Und trotzdem tut sie etwas für dein Team. In dem Moment, wo der Schaden aufgeteilt wird und die Verteidigung hochgesetzt wird, und ja, sie braucht ein paar Steine, weil sie langsam ist, schützt sie dein gesamtes Team vor Angriffen. Und ich habe lange, wo ich angefangen habe zu spielen, auch gerade noch mit, wo ich noch kein Geld eingesetzt habe und so, habe ich ganz lange mit Gunnar gespielt. Ja, mein Lieblingsfreund. Und Kailani ist ja quasi das Pendant, ne, also ist die Ehefrau von Gunnar. Ja, also wer Gunnar nicht kennt, ich zeige mal Gunnar. Gunnar, guck mal hier, Gunnar. Wo ist er denn hier? Der Klon. Da, Gunnar. Ja, also Gunnar ist der Ehemann von Kailani.
Und mit Gunnar habe ich sehr, sehr lange Season 1 gespielt und gerade Atlantis. Da hatte ich noch nicht so viel Ahnung hier mit Atlantis Farmen und was nicht alles und habe immer versucht, relativ schnell auch in den ganzen Provinzen weiterzukommen und hatte aber nicht so coole Helden. Und Gunnar, demzufolge auch Kailani, hat extrem geholfen, da durchzukommen. Ja, weil ich hatte noch keinen Heiler zu dem Zeitpunkt, also musste ich mich irgendwie behelfen. Also wurde relativ zügig immer Gunnar aktiviert, was jetzt Kailani wäre. Und damit wurde der Schaden verteilt und hat mich durch die einzelnen Stages geführt, ja, damit ich einfach überlebe. Von daher gar nicht mal so verkehrt. Ja. Nun mag Kailani nicht der sein, den man jetzt vielleicht im Angriff übel mitnimmt oder sonst irgendwas, aber gerade wenn du zum Beispiel Probleme hast bei Events, ja, wir kennen das alle, ne? Selten nur 3 Sterne, episch nur 4 und sowas. Und du im 3-Sterne-Bereich bist und hast hier irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, wo es ist, aber keine Ahnung, gelb gesperrt, sage ich schon hier. Ach man, weißt schon, wo es Sinn macht, Geld mitzunehmen. So. Und du tust dich schwer, gerade hinten raus durchzukommen und zu überleben und alles sowas. Also wenn das Ziel ist, einfach nur durchzukommen, nicht auf Score gehen, sonst was durchprügeln, sondern einfach nur durchkommen, Beute mitnehmen, fertig. Dann kann Kailani extrem helfen. Ich hatte eine Zeit lang mal einen zweiten Account. Und da hatte ich zum Beispiel dann die Kombination gehabt, Kailani mit, warte, wo ist er? Da, mit Kwasir, dem Bienenmann. Und man muss einfach sagen, die beiden in Kombination beim Event, wenn man auch nicht die Monsterhelden ansonsten hat oder Ressourcen ohne Ende, richtig geil. Er haut seine Bienen raus, sie verteilt den Schaden auf alle. Die Bienen schützen dich, Kailani schützt dich. Gefühlt ab der zweiten Runde ist eigentlich gar kein Schaden mehr durchgekommen. So. Und dann bist du mit 3 Bienen und Kailani in die Endrunde gegangen. Und selbst wenn du mal keine Steine hattest und den Gegner irgendwie gleich wegnehmen konntest, hast du wunderschön lange überlebt. Ja? Also von daher nicht zu unterschätzen, dieses Verteilen vom Schaden. Ich meine, stehen ja nicht alle umsonst auf Wilbur. Davon mal abgesehen, dass der auch noch den Gegner das Leben schwer macht. Aber er selber macht ja quasi genau dasselbe als 4-Sterne-Variante bei seinen eigenen Leuten. Ja, gefühlt ist es ein halber Heiler. Und so geht es auch bei Kailani natürlich. Von daher hat bei mir, ich glaube, ewig in der Garage gestanden, bis ich die gute Frau gelevelt habe. Ich habe sie dann irgendwann gelevelt und wer weiß, wofür sie immer noch gut ist. Ja, die lassen sich ja immer wieder was Neues einfallen. Von daher. Aber gerade so bei Events und sowas, wenn ihr da Probleme habt durchzukommen, sie vielleicht auch in Kombination mit einem Heiler oder so und noch ein bisschen was, was angreift, kann einem da wirklich schon auch Chancen geben, um durchzukommen. Wird vielleicht nicht der Score für die Top 100, aber das ist ja auch nicht das Ziel von jedem. Ja. So, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsfreund, Muggi. Aus meiner Sicht, wir gucken ihn uns an. Definitiv der Gollum unter den Helden. Ja, er hat nur für 2 Zehen gereicht, dafür aber ein spitzes Messer. Er guckt Kacke. Er hat übrigens auch, wie wir sehen, ne, er hat auch eine Mordsanimation bekommen. Ne? Er hantelt ein bisschen. Ja, also man sieht, ne, er macht ein paar Hantelübungen dabei. Ja, Chamäleonkrieger Muggi, ja, oder Gollum oder wie wir ihn nennen wollen. Was soll ich sagen? Der ist wirklich ein abgefahrener Vogel, wer sich den ausgedacht hat. Also erstmal für einen 3-Sterner einen unfassbaren Attackewert, 634. Jetzt gucken wir nochmal zurück zu den Standard Gormek 569 Attacke. Ja. Also er hat mehr Attacke als ein 4-Sterner. Ich meine, Triton hat 720 und Mugi hat einfach mal 634. Verrückt. Ja, also rein vom Steinschaden her für einen 3-Sterner top. Wo er schwach auf der Brust ist, ist das Schild und das Leben. Das hat aber auch einen Grund. Wir gucken uns mal an, was er so macht. Ja, Muggi. Muggi ist schnell, ja. Und wenn er auslöst, tut er erstmal grundsätzlich nichts, außer dass alle so einen Chamäleon-Fratze bekommen.
Alle Verbündeten wechseln für 4 Züge in dem Browser-Bro-Modus. Richtig geil. Wenn ein Held stirbt, während er in seinem Bro-Modus ist, wird er als Chamäleon wiedergeboren. Mit, okay, also offensichtlich, wenn jemand stirbt, wird er als Muggi wiedergeboren. Er hat dann 66% Leben, er hat einen erhöhten Angriff, man weiß aber nicht, wie viel. Ja, erhöhter Angriff, ja. Aber ich meine, er hat ja schon viel Angriff, also kriegt er jetzt noch mehr. Okay. Verringerter Verteidigung, also nicht so gut. Er kriegt, ich sag mal, er hat 373, jetzt kriegt er noch ein bisschen weniger, ja. Vernichtender Spezialfähigkeit, Wuthieb, macht euch keine Hoffnung. Der Wuthieb ist weder ein Hieb, noch ist er wütend, das macht nicht Bautz oder sonst was. Also, ob du den drückst oder nicht, habe ich das Gefühl, da passiert nichts, ja. Hört sich spannender an. Und der Effekt kann nicht gebannt werden. Also man kriegt ihn nicht weg. So. Das mag nervig, das kann nervig sein. Ja? Also ab und zu sieht man ihn mal im Turnier in der Defensive. Ja. Aber ansonsten, weiß nicht, kenne ich eigentlich keinen, der mit ihm groß spielt. Von daher glaube ich, dass es ein Held ist, auf den man verzichten kann. Du wirst ihn bekommen, wenn du bei Atlantis beschwörst. Grundsätzlich regelmäßig, ja. Also Muggi ist immer dabei. Ne? Das ist, also es gehört einfach zu Atlantis, wie das Wasser. Von daher wirst du nicht um ihn drum rumkommen. Musst du dir überlegen, ob du levelst oder nicht fürs normale Spielen. So. Was er aber macht, ist, er soll wohl abgefahren funktionieren beim Titan. Okay, in Kombination mit dem Titanschild. Ich habe mir viele Videos angesehen, schon vor, keine Ahnung, gefühlt ein Dreivierteljahr oder Jahr oder so. Und fand das immer sehr faszinierend. Man nimmt einen Muggi, packt ihn mit zwei Rotzehelden zusammen, lässt sie quasi sterben, als Chamäleon wieder beleben und setzt das Titanschild ein, um den Schaden zu reflektieren, den der Titan auf mich auslöst. Und damit kriegen die 80.000 Punkte hin. Und ich finde, da ich das noch nie ausprobiert habe, machen wir das jetzt einfach live. Das kann ich nämlich auch so machen, weil da brauche ich nämlich gar nicht so viel rumdrücken. Jetzt muss ich mal hier oben das ein bisschen verschieben. So. Und das probieren wir jetzt aus. Das muss jetzt sein. Jetzt gucken wir mal. Hallo, jetzt ist meine Sicht wieder im Weg. Hier ist was los. So, also einen Titan haben wir noch. Weg soll er auch. Von daher probieren wir das jetzt aus. Ich bin gespannt. So, das ist wirklich total verrückt. Wir probieren jetzt einen Mucki aus. So, und wir werden, weil ich glaube, dass das besser ist, wir werden noch eine Kailani mitnehmen. Weil wir wollen, dass alle drei sterben. In der Hoffnung, dass der Titan so viel uns reinhaut, dass das auch passiert. Ich habe es noch nie ausprobiert, wir werden sehen. So, und jetzt nimmt man einen Einsteiner mit, weil der hat natürlich, dadurch macht der Titan natürlich viel mehr Schaden auf uns. Ich habe jetzt auch keine anderen, normalerweise müssten wir jetzt auch Rot mitnehmen oder so, ist alles egal, wir probieren es einfach so. So, okay. Dann haben wir jetzt erstmal die drei Kollegen drin. Jetzt nehmen wir noch die Truppen runter. Ja, so, ich habe ja hier mir alles vorher angeguckt, ja. Nicht jetzt klappt, spiele ich nur noch so. Spiele ich nur noch so. Also, Ein-Sterne-Truppen brauchen wir. Hikaru, Kailani und Mugi. So, was wollen wir jetzt tun? Schon wieder ist meine Fratze im Weg. So. So, wenn ich jetzt mich recht entsinne, wir brauchen das Titanschild. Das brauchen wir, weil, wenn wir mal drauf gucken. Das Ziel und benachbarte Helden reflektieren Statuseffekte von Spezialfähigkeiten und 100% des Schadens für 4 Züge zurück auf den Angreifer. So, das heißt also, wir wollen den Bro-Modus und dann haben wir diesen erhöhten Attacke-Wert und wollen immer wieder eine geklatscht haben. Das heißt, wir spielen noch nicht auf den Schwachpunkt und sowas. Wir wollen jetzt immer, dass die Auto-Attacks uns eine reinhauen. Ja? Das ist die Idee dabei. So, dann brauchen wir Mana. Wir müssen schnell auslösen. Und dann sterben. Brauche ich noch was? Nö. Mana. Auslösen.
Sterben, Titanschild. Macht eigentlich Sinn. Ja, wenn es schief geht, ne, dann, ja, es ist halt so. Dann probieren wir es nochmal oder auch nicht, keine Ahnung. So. Müssen sowieso ein Fläschchen nehmen. Nehmen wir mal ein Fläschchen. So. Also, wir lösen Kailani aus. Damit ist der Schaden verteilt. Wir hoffen, dass sie sofort wegsterben. Also, Mugi müssen wir auch auslösen, auch klar. Und dann nehmen wir das Titan-Schild. So ist die Idee. Komm, wir probieren das aus. Ich muss mal hochfahren. So, okay, wir nehmen also Kailani. Wir nehmen Mugi. Wir lösen Kailani aus. Wir lösen Mugi aus. Und jetzt spielen wir einfach irgendwo rein in der Hoffnung, dass wir einen Volltreffer kriegen. So, wir sind alle gestorben. Wir haben Browser-Bro-Modus und jetzt geht's los. Ich habe Schaden gekriegt gerade. Warum habe ich Schaden gekriegt? Hat reflektiert. Ja. 1530 pro Treffer. Na, dann muss er bloß mal ein bisschen schneller machen. Okay. So. Oh, das waren fast. Waren fast die Stunte, wollen wir ja gar nicht. Ja, okay, so, weiter geht's. Okay, Titanschild nochmal an. Ist jetzt natürlich kein 14-Sterner, ne? Also ein 12er, aber er macht zumindest mal ein bisschen Schaden. Den hätte ich mir jetzt wahrscheinlich auch klemmen können. Das stabile, das Schild, aber gut. So, einen wird dann noch abfeuern. Gucken wir mal, was bei rausgekommen ist. War nie so doll. Ja, die Autotext von ihm sind aber auch nicht so übel, ne? 20.000. Das ist nicht doll. Gut. Haben wir probiert. Ich denke da mal drauf rum. Ich vermute ganz stark, dass ich jetzt in den Kommentaren nachher lesen werde, dass ich was falsch gemacht habe. Ja, hättest du das machen müssen, hättest du den, hättest du da noch was draufgeben müssen irgendwie. Schreibt mal rein. Ansonsten liegt es vielleicht auch einfach daran, dass er nicht so einen fetten Auto-Attack hat, weil ansonsten sieht man da teilweise zwischen 4.000 und 6.000 Schaden pro Auto-Attack. Das macht dann natürlich schon Bumm. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ne? Aber so. Könnt ihr mal gucken auf YouTube, machen manche, wie gesagt, zwischen 50 und 80.000 Schaden gefühlt mit Mugi. Dafür kannst du ihn nehmen. Ansonsten war das die Heldenvorstellung, das Heldenlexikon à la Connor. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Diesmal Helden dabei, die man definitiv auch spielen kann. Und mal abgesehen von Mugi, glaube ich auch durchaus levelbar sind. Bei Kailani kommt es halt drauf an, was ihr für Helden habt, aber wenn ihr nicht den Arsch voll habt und euch irgendwo durchboxen müsst, dann könnt ihr sie nehmen. Ja, sie ist halt eine halbe Heiler. Von daher wünsche ich euch weiterhin viel Spaß im Spiel und wir sehen uns bei dem nächsten Heldenlexikon wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.